Hallo und herzlich willkommen zu einer Roomtour. Kommt erstmal rein. Es ist sehr viel Zeit vergangen. Es hat hier alles ein bisschen länger gedauert, alleine halt auch, weil die Möbellieferung so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Jetzt sind hier aber alle Schränke da. Soweit alles fertig und wir starten hier erstmal mit dem Flur. Man ist ja, wie ihr seht, quasi direkt schon im Wohnzimmer drin, wenn man hier durch die Eingangstür kommt. Hier habe ich so eine kleine Deko-Ecke hingestellt. Also hier sind eigentlich nur so verschiedene Elemente. Ich werde euch versuchen, so gut es geht, wenn es die Möbelstücke noch gibt, in der Infobox zu verlinken. Also schaut da gerne rein. Falls ihr da irgendetwas nicht findet, wird es ausverkauft sein. Und das sind immer so Sachen, immer mal wieder gibt es sie, dann aber auch mal wieder nicht. Ansonsten kann ich euch auch empfehlen, auf Instagram in meinen Story Highlights, da habe ich nämlich auch Highlights zu dieser Wohnung und da sind auch ganz viele Sachen verlinkt. Und da werdet ihr wahrscheinlich sonst auch nochmal fündig. Also schaut sonst gerne auch nochmal auf Instagram vorbei. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in das wunderschöne Badezimmer, worüber ich ja wirklich sehr happy war. Also kurz so ein paar Fakten zu der Wohnung. Die Wohnung hat zwei Zimmer und ich bin der Meinung 73 Quadratmeter, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. 73 oder 74, irgendwas um den Dreh. Und dieses Badezimmer hat einfach eine Dusche und eine Badewanne, worüber ich mich so krass freue. Und hier befindet sich mein Schminktisch. Übrigens, weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Ich muss immer noch diesen Schminktisch schreiben. Ich hatte mir hier ursprünglich einen anderen bestellt. Und der kam ja bis heute nicht an. Ist ja immer noch nichts da, ne? Nee, und die haben sich auch gar nicht gemeldet. Also ich habe einen Schminktisch bestellt, der auch echt wunderschön aussah. Ja, ist alles klar. Gesundheit. Und die haben sich bis jetzt einfach nicht gemeldet. Also der ist seit April unterwegs. Auf hoher See. Angekommen, auf hoher See. Also was auch immer ich da bestellt habe. Naja, letztendlich dachte ich mir, egal, ich habe so ein Gespür gehabt, dass dieser Schminktisch einfach nicht mehr ankommen wird. Deswegen sind wir zu Ikea gefahren und haben einen Ikea-Schminktisch gekauft, mit dem ich aber auch super happy bin. Und die Kommode hier drunter, die ist von Höffner. Ja, also hatten wir auch richtig Glück. Und hier passt eine. Wir wollten lustigerweise erstmal zwei kaufen. Hätten wir die beide drunter gepackt, dann hättest du einen Fuß dazwischen stecken können. Wahrscheinlich. Nee, so ist es perfekt. Und es passt eigentlich auch alles so weit hier rein, was ich brauche für meine YouTube-Videos und so weiter. Von daher passt das alles super. Und ein großer Spiegel. Und ein großer Spiegel, der aber schon in der Wohnung war. Hier, das sind so Bloßschränke gewesen, die ich einfach wirklich nochmal so gold angesprayt habe, auch hier unten. Damit hier einfach immer wieder diese goldenen Details zu finden sind und sieht trotzdem ganz gut aus, ne? Hier habe ich halt noch diese Pflanze hingestellt. Ich finde das irgendwie immer total schön mit diesen grünen Elementen in der Wohnung. Das werdet ihr auch sehen. Ich habe sehr viele künstliche Pflanzen, weil echte Pflanzen leider nicht eine Woche bei mir überleben. Kakteen halten aber ungefähr einen Monat und dann fallen sie aneinander zusammen. Hier haben wir zum Beispiel einmal eine wunderschöne Bilderwand. Ich auch sehr schön fand. Ich hatte ursprünglich überlegt, hier noch so eine Bank hinzustellen und im Nachhinein bin ich super froh, dass sie jetzt wirklich nur so eine Bilderwand ist. Zum einen macht sie mich super glücklich. Ich finde die Bilder halt echt ganz schön, die sind von Isenio. Und zum anderen wäre das dann echt zu eng gewesen hier mit einer Bank. Und stattdessen steht hier jetzt ein großer Schrank von Ikea, der auch super viel Platzmöglichkeiten hat. Also ja, ich bin sehr glücklich, dass dieser Schrank hier ist, auch für Winterjacken. Für Sachen von Phil. Wie es da übrigens weitergeht, da kam ja Freitag ein neues Video auf unserem Vlog-Kanal online, wo es auf jeden Fall riesengroße News gibt. Schaut da gerne rein. Der Vlog-Kanal ist auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox verlinkt und da erfahrt ihr auf jeden Fall, was wir jetzt für die Zukunft hier geplant haben. Boah, sag doch was nicht! Palim, palim. Wir haben entschlossen, dass es nicht viel Sinn macht, wenn die Wohnung hier bleibt, sondern wir haben uns dafür entschieden. Und hier ist auch so eine Mini-Deko-Ecke mit meinem YouTube, wie nennt man das? Playbutton? Ich glaube ja. Hier ist mein kleiner Hund, der mir die ganze Zeit auf Schritt und Tritt folgt. Und wir filmen einmal kurz im Abstellraum, aber der ist auf jeden Fall eine riesengroße Baustelle. Das Licht bleibt aber aus. Das Licht bleibt aus.
Okay, alles klar. Da kümmern wir uns bald drum. Aber das ist halt bis jetzt keine Prio gewesen. Da wird gefühlt alles so reingeworfen. Das hier ist das Schlafzimmer mit einem riesengroßen Bett und ganz viel Deko und einer Kunstpflanze. Wow! Aber ich finde, man fühlt sich hier halt richtig wohl, weil es nicht zu groß ist. Es ist halt irgendwie genau der Platz, den man braucht. Sam hat hier auch sein Bett und wir haben es jetzt gerade nur aufgeräumt. Normalerweise sieht es hier nicht so ordentlich aus, sondern es liegen 1000 Kuscheltiere in der Wohnung verstreut. Und noch seine Kühlmatte irgendwo. Aber das ist der Schrank, auf den ich auch super lang gewartet habe. Das hat jetzt insgesamt über 2 Monate gedauert, bis der hier angekommen ist. Oh, ich sehe gerade noch so unsere Sockenkonstruktion, ey. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Wir haben hier so Folie, wo irgendwie, keine Ahnung, Schrauben oder so eingepackt waren mit einer Socke. Und das ist so unser Schutz, damit die Tür dann aufgehen kann, ohne dass sie den Schrank zerstört. Ja, aber der Schrank ist auch super schön. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu hochgeladen, wie ich den eingeräumt habe. Also schaut sonst gerne nochmal in der Playlist Weekly Vlogs vorbei. Aber hier ist Phils Playstation mit. Ein kleiner Fernseher, der vielleicht bald auch nochmal ausgetauscht wird. Da gucken wir nämlich gerade noch. Aber schaut euch dazu den Vlog auf unserem Vlog-Kanal an. Und mehr gibt es zum Schlafzimmer eigentlich auch nicht zu sagen. Doch, der Dyson, der ist dieser Retter so ein bisschen in der Wohnung. Auch wenn er nicht super viel bringt, aber er macht die Luft schon ein bisschen fresher. Sonst würde man hier echt sterben in der Wohnung. Das ist hier richtig, richtig, richtig heiß in der Wohnung. Durch die ganzen Glasfassaden hier. Und dann kommen wir auch in den schönsten Raum in dieser Wohnung und gleichzeitig den wärmsten Raum. Wir müssen einmal kurz das Fenster zu tun. Sonst ist das ein bisschen zu laut. Aber wir versuchen hier immer wieder ein bisschen Luft reinzubekommen. Auch wenn es 31 Grad draußen sind, es ist draußen trotzdem wärmer als hier drin. Es ist draußen kälter als hier drinnen. Hier drin ist es wärmer. Hier haben wir die kleine Klavierecke. Ich habe schon super lange zuletzt irgendwie nicht mehr gespielt. Ich muss echt bald mal wieder spielen, weil wir zuletzt aber auch andere Prioritäten und Sorgen hatten. Ich finde die Ecke hier wunderschön und das Glück ist ja auch wirklich, dass das Klavier hier genau reinpasst von den Maßen. Also richtig Glück gehabt. Hier haben wir jetzt auch Bilder gekauft, die übrigens auch von Höffner sind. Also die kann ich euch auch nicht verlinken, die müsst ihr vor Ort dann kaufen. Aber auch die Ecke finde ich jetzt super schön. Also es passt halt hier perfekt in die Wohnung. Und abgesehen davon, dass das Sofa so ein Staubmagnet ist, ich hatte das ja erst im April komplett in die Reinigung gegeben. Aber das ist halt wieder wie vorher. Und man muss halt dazu sagen, nur in den Videos liegt Sam hier drauf. Ansonsten ist da wirklich kein Sofa-Freund, sondern liegt lieber hier irgendwo in der kompletten anderen Wohnung rum. Aber hier sind immer sehr viel Fussel auf dem Sofa. Also das ist nicht so empfehlenswert, finde ich, weil es einfach immer dreckig aussieht. Hier sitze ich tatsächlich auch super oft drauf, wenn ich irgendwas für Social Media mache. Irgendwelche Videos für Instagram schneide auf dem Handy oder so. Ist halt auch so eine richtig schöne Ecke. Und das ist so die Hauptarbeitsecke, wo wir am meisten dran sitzen und unsere Videos schneiden oder ganz normal arbeiten und auch essen. Der Fernseher. Wundert euch nicht, warum der hier so in der Küche hängt. Ich weiß nicht, wie sie sich das in dieser Wohnung hier gedacht haben. Ursprünglich hatten wir den Fernseher ja auch einmal hier in die Ecke gehängt. Das war eine völlige Katastrophe. Dann war die Überlegung, den Fernseher an diese Wand zu hängen. Dann würde das Sofa aber mitten im Raum stehen und den Raum halt richtig klein machen. Deshalb hängt der Fernseher jetzt da und ich finde ihn da auch echt in Ordnung. Auch wenn es ein bisschen weit vom Sofa entfernt ist. Aber so oft gucken wir jetzt eigentlich nicht und ich finde, dafür reicht es halt vollkommen. Stühle sind auf jeden Fall verlinkt, da fragt ihr nämlich immer wieder nach. Die Küche war hier schon in der Wohnung, dazu brauche ich gar nicht viel sagen. Also hier ist auch ein Kühlschrank drin, ein Mini-Kühlfach, das so klein ist. Aber aktuell reicht es halt noch und über die Küche freue ich mich halt auch total, weil ich finde, das ist mal ein ganz anderer Farbton, als es sonst in den Küchen gibt. Und Sam trinkt wie immer in diesem Moment, wenn man in der Küche ist. Einfach wirklich nur einmal die Schnauze reinstecken, um zu sabbern. Wir werden vielleicht jetzt noch das ein oder andere hier in der Wohnung ändern. Dazu kommt dann aber auf dem Vlog-Kanal mehr. Denn es steht ja jetzt einiges noch an im August, wie ihr vielleicht schon am Freitag in dem Video gesehen habt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir knuddeln jetzt hier eine Runde mit Sam und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis zum nächsten Video am Mittwoch. Tschüss! Awesome.